Tür stand offen. Ich habe noch ein paar Sachen von dir im Schrank gefunden. Die hätte ich mir schon noch selber holen können. Ist ja ganz schnuckelig, deine neue Wohnung. Naja, so als Übergangslösung. Willst du ein Bier? Ja, gerne. Ich habe nur Malzbier. Du und dein Malzbier. Setz dich. Ich hatte eine Abtreibung. Wann? Vor 2 Wochen. Moment, du warst schwanger? Von mir? Ja. Und du hast mir nichts gesagt? Ich dachte, das mit uns ist endgültig vorbei. Du hast unser Kind abgetrieben. Ja. Jetzt kommst du her und du wusstest, wie gern ich Kinder gehabt hätte. Aber ich nicht, Tim. Ich will noch kein Kind und das weißt du. Wegen deiner Scheißkarriere? Ja, wegen meiner Scheißkarriere. Und jetzt? Willst du mich zurück oder was? Es war der falsche Zeitpunkt. Vergiss es. Tim, ich... Sieh zu, dass du Land gewinnst. Was? Raus hier. Ja. Ja, du hast recht. Ich wollte einen sensiblen Mann. Weiß ich. Und ich bin wahrscheinlich selber schuld. Aber ehrlich, diese hypersensiblen Wichser... Ich meine, ich erzähle denen eine traurige Geschichte, ich erzähle denen meine Probleme und was macht der? Der fängt an zu heulen. Das ist doch... Hallo, geht's noch? Das ist meine traurige Geschichte, das ist verdammt nochmal mein Problem. Also darf ich auch heulen und nicht er. Wissen Sie, was das Problem bei euch Pfälzern ist? Natürlich. Ach ja? Wenn Sie das wirklich wissen, dann gehe ich vielleicht sogar nochmal mit Ihnen aus. Wer sah denn, dass ich Sie wiedersehen will? Wollen Sie nicht? Finden Sie, dass ich Dialekt spreche? ehrlich jetzt? Sie sind ja ein ganz gefährlicher. Ich könnte zum Beispiel Sie verhaften. Mit Handschellen. Wenn es sein muss. Volles Programm. Lass uns mal was bestellen. Wahrscheinlich warst du mit dem Typen auch gerade noch im Bett, als der Anruf kam, dass ich noch im Leben bin! Es ist nach Hause gekommen! Das reicht! Halt die Klappe. Weißt du was? Nimm deinen scheiß verfickten Seesack und verpiss dich! Raus! Was Sie hier sehen, das ist ein Tumor. Er befindet sich ungefähr 4 bis 5 Zentimeter tief unter dem Schädeldach. Was aber bei Ihnen erschwerend hinzukommt, Frau Meier, das ist, dass wir leider nicht operieren können. Der Tumor ist von seiner Lokalisation her in einem Gebiet, wo wirklich sehr wichtige Hirnfunktionen sitzen. Und wenn man da operieren würde, dann würde es zu sehr schweren Ausfällen kommen.